hergefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine berufliche, aber auch finanzielle Situation uns anschauen für den Monat September 2024. Bitte bedenke, dass es eine kollektive Legung ist. Lieber Wassermann, nicht alles kann mit dir wortwörtlich resonieren, wie ich das immer wieder erwähne. Hör dir deinen Aszendent, Mond- und Venus-Sternzeichen, valutiere das Ganze und dann setzt du es um. Ja? Also es ist immer wichtig, nicht nur den Sonnensternzeichen sich anzuhören, sondern auch die anderen Energien. Ja? Okay, gut. Dann würde ich sagen, wir starten mit diesen wunderbaren Orakelkarten, die hier uns deine berufliche, aber auch finanzielle Situation darstellen oder was auch kommen könnte. Das ist ja klar, wir sind noch nicht im September. Und diese Situation könntest du aber auch gerade jetzt erleben. Das ist auch möglich, ja? Mal schauen. Übrigens, lieber Wassermann, das ist hier eine ganz andere Atmosphäre. Ich bin endlich mal umgezogen in meinem Arbeitszimmer. Ich bin noch nicht fertig. Du hörst auch meine Stimme ein bisschen anders, weil es noch leer ist. Ja? Okay. Gut. Mal schauen, was uns hier dargestellt wird. Wow. Leute, du bist jetzt hier eine Person, die hier einen guten Status hat. Du bist jemand, der auch sehr berühmt sein könnte. Vielleicht bist du auch ein YouTuber, du präsentierst dich auf die sozialen Medien. Du könntest hier aber auch selber ein Sänger sein. Natürlich geht es ja auch, ne? Ein Sänger, der hier sozusagen auf YouTube seine Lieder präsentiert, ob das TikTok ist, keine Ahnung, was der Geier das alles sein kann. Weil wie gesagt, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der diese ganzen Sozial ist, sondern also mir reicht das YouTube, das ist schon mal sehr viel und reicht vollkommen. Du könntest hier jemand sein, der wirklich einen du bist schon berühmt für das, was du machst, aber vergiss bitte niemals, dass du jetzt irgendwie das als, wie sagt man das, ja, du bist hier im Mittelpunkt, okay, das ist ja richtig, aber du darfst jetzt hier nicht in der niedrigste Vibration sein vom Wassermann, indem du dich arrogant gibst. Also das ist halt immer die Kontrapart der Löwe. Der Löwe kann in seiner niedrigsten Vibration auch arrogant sein. Und wir haben ganz viele Stars, ganz viele Menschen, die berühmt sind und leider auch sehr arrogant sind. Also wir leben gerade astrologisch in einer Zeit, in der wir uns in den Mondknoten auch sozusagen befinden. Also wir sind zwischen Löwe und Wassermann. Also es bedeutet, die Leute sind eher so... wie sagt man das so, dieses Berühmtsein, ich möchte Zentralität haben, ich bin sehr arrogant, ich möchte nur, dass es mir gehört, ich bin das Zentrum, ich bin die Beste, ich bin der Beste, nur ich kenne die Wahrheit. Also wichtig ist, lieber Wassermann, dass du in deiner höchsten Vibration vibrierst und dass es dir eigentlich egal ist, das ist ja klar, also du legst nicht so viel Wert an diese Sachen, sondern du willst nur die Wahrheit, du willst nur das machen für das, was du gekommen bist, ja? Wie gesagt, du hast ein gutes Status, du könntest hier sehr viel erreichen, also ich habe das Gefühl, du bist irgendwie ein Netzwerker, kann gut möglich sein, vielleicht bist du auch ein Friseur, der sich irgendwie im Internet präsentiert, das sehe ich jetzt immer wieder bei den Shorts auch, dass da Friseure sind, die quasi seine Dienstleistungen präsentieren, guck mal, was ich mache, vorher, nachher Bilder, es kann gut sein, dass du selber auch Karten legst, wer weiß, lieber Wassermann, also du könntest hier wirklich auch ein Mensch sein, der gutes Geld verdient, gute Dinge macht, aber vergiss nicht, dass du mit den Füßen auf dem Boden bleibst, ja, also das ist jetzt hier kein böses Zeug oder dass ich jetzt sage, oh mein Gott, lieber Wassermann, du bist ein schlechter Mensch. Nein, 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 nein. Man sollte hier vorsichtig sein, ja, dass man nicht arrogant wird. Kann aber auch natürlicherweise diese Karte sein, weil sie schon mal rausgekommen ist bei privaten Legungen, dass man mit Menschen zu tun hat, die arrogant sind. Die in einem, zum Beispiel du selber, du bist auch ein Netzwerker, so wie ich, und dann hast du deine Kollegen. Und du siehst, dass sie einfach arrogant sind, dass sie einfach die Besserwisser sind, die sind besser, sie haben das, sie machen das, aber das ist nicht immer alles. Also der Schein trügt.
nicht alle Menschen, die irgendwo, wir müssen aufpassen, wo bauen sie auf? Ne? Das ist jetzt wie, das ist nur ein Beispiel, damit du verstehst, was ich sagen will. Zum Beispiel nehmen wir mal Jennifer Lopez. Ne? Sie ist ja Löwe vom Sternzeichen. Leider gibt es auch solche Varianten. Sie hat ihre ganze Karriere als arme Frau definiert. Also sie hat sich immer vom Bronx sozusagen, die Herkunft war vom Bronx, obwohl sie das gar nicht war. Sie hat eine Wahrheit gegeben, die falsch war. Also es gibt Menschen, die auf sowas leben. Gambono zu Yatri, sie leben von den anderen, sie leben. Also es gibt Menschen, die sozial im Internet ein perfektes Leben führen. Du siehst es aber auch durch diese ganze amerikanische YouTuber, die sehen ja perfekt aus. Die sehen wirklich, manchmal sehen die perfekt aus, wie wenn bei denen nichts wäre. Zum Beispiel bei mir, siehst du mal, wie es aussieht. Guck mal, bei mir der Boden, der ist noch nicht fertig. Also guck mal, ich bin da ganz ehrlich. Siehst du das hier? Hier fehlen noch die Leisten. Das ist nur ein Beispiel, ja? Bei diesem YouTuber oder was es auch immer ist, es muss alles perfekt sein. Aber dieses Perfektionismus gibt es nicht. Es sind halt Dinge da, ja, in denen man sich geben sollte für das, was man ist. Du kannst das jetzt nicht ändern, du kannst es jetzt nicht wegradieren, nur weil es dich stört, weil es dich nicht repräsentiert. Bleib mit den Füßen auf dem Boden, sei nicht arrogant. Also es könnte gut möglich sein, lieber Wassermann, dass du auch mit Menschen zu tun hast in dieser Welt, die sehr arrogant sind gegenüber dir. Und du bist jemand, der mit den Füßen auf dem Boden ist. Kann aber auch andersrum sein, dass du irgendwo etwas geschafft hast und dass du auch arrogant wirken kannst. Ja? Also das ist jetzt hier kein Angriff, weil wir alle mal arrogant sein können. Ja? Das ist klar, wir alle Menschen können das sein. Also ich war das auch mal früher oft. Ja? Natürlich habe ich das ändern müssen, weil es geht nicht anders. Man kann nicht arrogant sein, weil das ist nicht schön. Das ist eigentlich etwas, was dich innerlich aufisst. Wirklich, das ist nicht gut für die Gesundheit, arrogant zu sein. Ja? Oder halt irgendwie besser zu wirken als die anderen. Also das war bei mir auch oft so. Ich erzähle euch immer meine Erfahrungen, weil es immer hilfreich ist. Ich selber habe ja auch irgendwie etwas geschafft. Und natürlich habe ich die anderen angesehen mit einem anderen Auge, wie wenn die anderen das nicht verdient hätten. Aber das ist falsch. Ja? Also von dem her, wir sind alle da. Wir haben alle das Recht, es zu verdienen. Und wie gesagt, du hast hier schon mal einen Status aufgebaut. Also du könntest hier eine Person sein, die wirklich sehr viel Anerkennung hat. Die anderen sehen dich als ein Vorbild. Das ist wunderschön. Nutze diese Chance als Vorbild. Also ich denke immer, wieso nutzen diese YouTuber, die auch sehr jung sind, die irgendwie etwas machen, das nicht als Vorbild für die anderen, weil die anderen Menschen da draußen, die machen das nach. Also das ist ja klar, dass alles von dieser Society kommt. Ne? Wenn jetzt eine Mode kommt, eine Hose, eine zerrissene Hose, okay, das muss ich jetzt auch machen, das ist Mode, ich muss mich auch so schminken, bringen wir mal denen etwas Kulturelles bei. Versteht ihr, was ich meine? Also ich versuche meine Videos auch euch einzuladen, in euch selbst reinzusehen, Bücher zu lesen, das ist sehr wichtig. Das ist das Allerwichtigste. Lesen, lesen, lesen. Nicht mal mir glauben, sondern immer nachforschen. Stimmt es, was die Katja sagt? Ich gehe mal nachschauen. Ich sage euch auch, woher ich die ganzen Videos nehme. Das mit Jennifer Lopez, das mit den Stars, das wir ausrechnen. Das nehme ich auch von bestimmten Kanälen, die ich auch weiterempfehlen kann. Natürlich, selbstverständlich, ja. Die machen das, die zeigen die Astrologie, sie zeigen, wie das funktioniert, die zeigen auch diese ganzen Situationen, das ist ja klar, dass ich sie nicht erfunden habe, ja? Also lieber Wassermann, es ist wichtig, dass du jetzt hier mit den Füßen auf dem Boden bleibst, egal wie viele, wie kann man das sagen, wie viele Followers, ich weiß ja nicht, wo du tätig bist, wie viele Abonnenten, wie viele Leute du mit deinen Kenntnissen sozusagen beeindruckst, ja? Bleib immer dich selbst. Wie gesagt, wir sind halt einfach nicht perfekt. Und keiner kann perfekt sein. Wir wissen ganz genau, was passiert ist mit Lucifer, weil er sich perfekt gefühlt hat. Ja? Das ist halt nicht so gut. Ja, gut. Also wie gesagt, das ist jetzt kein Angriff an meine Wassermann-Menschen, überhaupt nicht. In seiner höchsten Vibration weiß man ganz genau, was sie erreichen. Ja? Wie sie drauf sind. Es kann auch gut sein, dass es dir schwerfällt,
nicht arrogant zu sein. Dass du jetzt sagst, Katja, manchmal muss ich arrogant sein mit gewissen Menschen. Das stimmt schon. Das kenne ich auch zu gut, dass manchmal wirklich es Menschen von dir rausnehmen, diese Seite, aber es ist halt nicht einfach, ja. Also ich sage immer, es ist nicht einfach, dieser Löwe in uns zu dominieren. Ja, das ist halt das La Bestia, die Biest in uns, ja. Das ist das Tierische auch in uns genannt. Ist nicht einfach. Manchmal gibt es Menschen, die wirklich uns zum Weißblut bringen, aber wie gesagt, wir lernen daraus. Entro sei mesi troverai un nuovo lavoro. Also für diejenigen, die jetzt hier auf Arbeitssuche sind, was bringt dir der Vollmond? Was hat er dir gebracht? Der bringt dir hier einen neuen Job innerhalb der 6 Monate, kann aber auch gut sein, dass du irgendwo, ja, noch tätig bist bei deinem Job und du jetzt gar nicht daran denkst und in diese nächsten 6 Monate irgendwo Arbeit suchst. Dass du sagst, oh mein Gott, mir gefällt dieser Job nicht mehr. Ich bin nicht mehr, ich fühle mich nicht mehr wohl. Ja? Also das muss jetzt nicht für alle sein. Lieber Wassermann, das ist klar. Menschen, die hier sich jetzt befinden in der Situation, 6 Monate ist schon eine Zeit, aber sie geht schnell vorüber. Wie gesagt, es kann auch gut sein, dass du gar nicht damit gerechnet hast. Dass du sagst, nee, ich bin jetzt zufrieden an meinem Job. Und nach 2, 3 Monaten ändert sich die Energie, ändert sich konstant. Das sage ich auch jedes Mal bei Legungen, weil die Leute immer sagen, wie? Das war doch aber so. Wie ist es jetzt so? Wie kann das sein? Leute, wir ändern unsere Meinung. Natürlich können sich auch die Karten ändern. Deswegen legen wir. Also das kann sich auch stündlich, Minuten sich ändern, weil wir auch unsere Meinung ändern. Wir machen Dinge, die die Situation auch ändern. Das sind Tendenzen. Also bitte, seid immer bewusst, dass es Tendenzen sind. Ja? Okay, du nimmst mir auf. Ja. Mit den alternativen Tarotkarten schauen wir uns die Situation an. Ja, es kann gut sein, dass du jetzt eine Freundin hast. Du hast irgendwo eine Freundin, du hast irgendwo einen Kumpel, der gerade jetzt vielleicht auch berühmt geworden ist, der hier auch arrogant sein könnte. Es geht hier um eine Freundschaft, Leute. Eine Freundschaft, in dem du sagst, schade, schade, dass diese Person so ist. Sie hat sich geändert, seit sie da ist, seit sie einen Job hat, seit sie das macht, ja. Es kann gut sein. Also wie gesagt, es kann auch deine Energie sein, dass du jetzt irgendwo tätig bist. Du bist hier in Dienstleistungen, also du gibst hier Dienstleistungen. Das kann aber auch gut sein, du arbeitest für jemanden, du bist sehr, sehr gut, lieber Wassermann, in dem, was du machst, dass du quasi sogar noch mehr, oh, wie sagt man das, Elode? Du bekommst lauter Belobigungen von dem Chef. Du wirst immer wieder... Warte mal, dass ich das richtig sage. Du wirst immer wieder... Oh mein Gott, mir fällt das Wort nicht ein. Du wirst immer wieder... mir fällt das Wort nicht ein. Das ist wie wenn jemand sagt, gut hast du das gemacht. Gut hast du das gemacht. Toll hast du das gemacht. Jeder empfindet, dass du einen guten Job machst. Ja? Bei deiner Arbeit. Aber hier geht es auch um eine Situation, um einen, ich sag mal so, Trattative. Es kann ein Dokument sein, es kann ein Projekt sein, der hier irgendwo zu spät ist. Oder nicht richtig mitläuft mit dem, was du erreichen willst. Wie wenn du sagst, boah, das ist jetzt zu spät. Ich warte die ganze Zeit. Ich brauche jetzt diesen Dokument oder ich brauche jetzt, dass die Situation sich aktiviert. Das ist wie wenn irgendetwas nicht rechtzeitig stattfindet. Zum Beispiel, du hast ein Projekt und irgendwo ist es stehen geblieben, weil die richtigen Dokumente nicht da sind oder weil irgendwo die Person, die das macht, nicht da ist. Verstehst du, was ich meine? Hier gibt es Verspätungen. Genau, das richtige Wort, hier verspätet sich etwas. Es kann gut sein, ein Anruf. Es kann aber auch gut sein, ein Freund. Ein Freund, den du als Freund gesehen hast, bevor er hier berühmt geworden ist, bevor hier er oder sie in diesem sozialen Netzwerk war. Also es kann ja auch eine Freundschaft sein, die wirklich von klein an, ihr sind von klein an befreundet gewesen, aber langsam trennen sich die Wege.
Diese Person ist sehr arrogant geworden, seit er im Netzwerk ist, seit er oder sie so viele Abonnenten hat, so viele Follower, was es auch immer ist, TikTok, keine Ahnung, ich bin da nicht, ist nicht meine Welt, das ist mir too much. Ne? Also wie gesagt, es reicht mir schon, wenn ich diese Welt unter Kontrolle halten kann, weil ich da schon Schwierigkeiten habe, obwohl ich beim Human Design der Netzwerker bin, verstehe ich auch nicht. Also das ist wirklich nicht wie meine Welt, aber ich versuche wirklich mein Bestes zu geben, weil das ist nicht einfach, ja. Also für mich ist es ein bisschen zu viel, das einstellen, das, also ich stelle es mir immer halt kompliziert vor. Ich bin halt da vielleicht ein bisschen konservativer, wie ich schon mal gesagt habe, in der Hinsicht, ja. Also ich mag das mehr so Gesicht an Gesicht, die Dinge, wo leicht sind, die Bücher, die du anfassen kannst, ja. Ja, ein bisschen halt, wie gesagt, konservativ eher. Und es gibt Menschen da draußen, die genauso ticken. Ne? Also ich bin nicht die Einzige. Und hier könnte es so eine Situation sein, in dem du sagst, boah, sie war meine beste Freundin, er war mein bester Freund, mein bester Kumpel. Und auf einmal hat sich diese Person um 180 Grad geändert, weil er hier berühmt geworden ist. Dieses Berühmtheit kann schon im Kopf steigern. Doch wirklich, also es gibt Menschen, die sich tatsächlich ändern, die tatsächlich dann seine 5 Minuten kriegen, oh mein Gott, ich bin jetzt berühmt, oh mein Gott, ich bin jetzt hier auf YouTube bestimmt. Also du musst dir vorstellen, auch wenn man jetzt anfängt mit 3.000, 4.000, 5.000, das sind Menschen, die du in einen Raum setzt und boah, da sagst du, guck mal, wie viele Leute dir zuhören, ja. Es ist schon irgendwo etwas Besonderes. Aber natürlich muss man auch nicht die Konzentrierung nicht verlieren. Weil du bist immerhin ein Vorbild für diese Menschen. Also sei vorsichtig, was du machst, wie du dich gibst. Weil wie gesagt, diese Person könnte hier das nicht richtig machen. Das ist nicht schön mit dieser Arroganz. Ja? Was gibst du den anderen? Das ist wie wenn ich jetzt meine kleinen Kindern beibringe, arrogant zu sein. Im Gegensatz, also ich sage immer denen, gutmütig zu sein, vielleicht manchmal kassieren wir auch eine mehr, aber nicht, weißt du, irgendwo einem Kind etwas wegzunehmen oder ihm zu beschuldigen oder, weißt du, dieses Vorurteil, nur weil ein Kind sich gewisse Dinge nicht leisten kann. Also man hört sowas tagtäglich, ne? Es fängt schon bei den Kids an, die kommen und gewisse Dinge sagen, da bin ich manchmal richtig baff und schockiert, ne, lieber Wassermann, was es heutzutage alles gibt. Aber du als Eltern, du hast diese Aufgabe, du als Eltern hast diese Verantwortung und du als YouTuber, TikToker, was es auch immer ist, als Sozial Media, weil du könntest ja auch, wie gesagt, ein Sänger, ein Journalist sein, irgendetwas, du bist ein Vorbild. Die Menschen nehmen auch von dir. Und im Human Design gibt es sehr Vorbilder. Und stell dir mal vor, es gibt falsche Vorbilder, natürlich. So wie ich ja gerade gesagt habe, J.Lo ist eine davon. Also ich habe J.Lo sehr gemocht. Aber ich muss wirklich auch sagen, es hat mir nie irgendwo gepasst. Weil sie war wirklich auch sehr, wie kann man das sagen, hochmäßig. Ich habe das gleich gemerkt, sie gibt sich zu viel. Droppoani, sagt man bei uns. Zu viel Luft gibt sie sich. Ja, zu viel, ich bin der King. Ganz anders wie die Kollegin zum Beispiel Shakira. Die sehe ich eher bodenständig. Ich sehe sie mehr als menschlich. Also, weißt du, es kommt rüber sehr viel das Menschliche von den Menschen. Ja, also es gibt Menschen, die wirklich wie Roboter sind. Wie Roboter. Du merkst nicht, sie machen keine Fehler, sie geben nichts da. Deswegen bin ich auch so. Ich bin so, wie ich bin. Versteht ihr das? Und das kommt ja auch an. Weil ihr merkt es ja. Ich verstelle mich nicht. Ich bin die, wo auch Fehler macht. Ich bin diejenige, die vielleicht nicht perfekt ist in Deutsch. Das nehme ich auch noch an. Aber Leute, ich bin das, was ich bin. Wieso sollte ich arrogant sein? Versteht ihr, was ich meine? Also hören wir auf, uns immer so aufzubauen, weil wir perfekt sein wollen. Und hier könnte eine Freundschaft kaputt gehen wegen das. Also hier geht es tatsächlich auch um eine Freundschaft mit jemandem, um etwas, was du erreichen willst auch, lieber Wassermann, aber du solltest hier nicht übertreiben. Nicht vergessen, von wo du bist. Weißt du, was ich meine? Also wenn du jetzt vom Bronx bist, zum Beispiel, wie ganz viele, so wie Eminem, die Geschichte von Eminem, er kommt ja wirklich von einer schlechten Situation. Das ist immer noch deine Situation. Also du kommst von da, du kannst es nicht abschminken. Bitte verleugne nicht deine Wurzeln. Verstehst du, was ich meine? Das ist damit gemeint. Und hier ist es auch so, dass du
auch ein Problem haben könntest mit irgendeiner Situation, die sich verspätet. Nicht nur sozialen Medien oder sagen wir mal, hier gibt es mehrere Gruppen, die zusehen. Also hier könnte eine Gruppe sein, die vielleicht irgendwo berühmt ist, vielleicht auch die Freundin und der Kumpel es geworden ist und einen vernachlässigt und man nicht mehr dieselbe Freundschaft hat. Oder es geht hier auch tatsächlich um eine Person, die hier jetzt auf etwas wartet, das aber irgendwo sich verspätet im Dokument oder irgendetwas, ja. Wie gesagt, es geht hier aber auch um eine Freundschaft. Sehr wichtig, La Finita, zwei Freunde, die eigentlich sehr viel gemeinsam haben. Setze das um, lieber Wassermann, weil ich sage ja immer wieder, der Wassermann ist ein Mensch, der eigentlich sehr viele Freunde hat. Das ist jemand, der sehr sozial ist, sehr. Und immer wieder auch Freunde, wie sagt man das, als Familie aussieht. Manchmal sind Freunde wahrhafte Familienmitglieder. Und die Familienmitglieder eher nicht. Versteht ihr das, was ich meine? Also so eine Situation könnte hier sein. Wenn du damit resoniert hast, kannst du ja gerne kommentieren. Du kannst auch gerne schreiben, wenn du irgendwo berühmt bist oder wenn du auch Songs schreibst. Irgendetwas, ne? Vielleicht bist du auch eine berühmte Friseurin, eine Chefköchin. Du präsentierst deine ganze, das habe ich auch gesehen, das machen ganz viele. Also ich liebe sowas. Ich nehme mir auch ganz viel von YouTube, solche Kochstunden, in denen man Rezepte, weil ich bin müde, immer dasselbe zu kochen. Wer kennt das nicht? Also ich bin jemand, der gerne Multikulti kocht. Also ich koche gerne Indisch, ich koche gerne Türkisch, türkische Gerichte, spanische Gerichte, also alles. Ich bin jemand, das ist ja klar, mein Nordknoten ist im Wassermann und ich bin nicht jemand, der sagt, es muss nur italienisch sein. Nein, überhaupt nicht. Also die italienische Küche ist schon schön, aber sie ist sehr viel mit Kohlenhydrate. Ne? Das ist auch noch so ein Punkt, wo man sagt, nee, ein bisschen weniger Kohlenhydrate. Ne? Okay, also gut, du könntest hier überall tätig sein, lieber Wassermann. Ich freue mich wirklich über einen Feedback, über einen Daumen nach oben. Pass auf dich auf, ja, mach's gut. Ciao!